So, heute haben wir schon wieder RS-Modell, darum haben wir über RS-Werks geredet. Das ist Wahnsinn. Das ist das eigentlich überhaupt schon aufgefallen, dass wir lauter die RS haben. Als wenn ich mit meinem RS noch gehe, aber zum RS-Werks. Nein, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Jetzt haben wir schon einen Abholtermin. Gerade mal haben wir wieder weggeschweift. Aber das ist dann irgendwann auch noch ein Video. So, wir sind immer noch bei RS-Werks. Und wir haben auch etliche Videos heute mal vor zum Dran, weil wir sonst fahren wir nicht, nehmen wir nicht die weite Reise auf uns in Anführungszeichen. Weite Reise habe ich nur wegen dir gehabt, weil ich jetzt erst nach München muss. Von München wieder zurück, aber nein, da brauchst du dich schon dran. Keine Ahnung, stimmt. Genau die. Wegen dir stehe ich früh auf, verstehst du? Aber Dominik macht das einfach so schön mit den Videos und deswegen fahren wir gerne auch mit. Gell? Und wir haben mal überall wenigstens zum Ratschen. Von daher, alles gut. So. TTRS 8J Suzuka Grau, haben wir auch nicht gesagt, weil das muss ich auch erst wissen, weil die meisten meinen, das Auto ist weiß. Ich hab bestimmt auch gesagt, der weiße TT da draußen, den kannst du nicht wegfahren. Sag ich, wovon weißer TT? Der ist Suzuka Grau, das ist doch nicht grau, das ist doch weiß. Weißt du, jetzt bin ich schon farbenblind. Aber es ist dann der, der wohl nicht mehr weiß und Suzuka Grau sein kann. Was? Genau. Suzuka Grau. Warum filmt man das Auto? Natürlich, weil ein passendes Fahrwerk für uns, für Paulus, weil sonst darf man das Auto gar nicht filmen. Jetzt kommt eine kleine Überleitung, weil vor 2 Jahren oder so hätten wir das Auto wahrscheinlich nicht gefilmt. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Warum? Wohl, gell? Alles klar. Also, erst sind die Jungs gekommen, weil er eben ein anderes Fahrwerk drin gehabt hat und hat gesagt, pass auf, ich möchte das nur typisieren. So. Dann haben die gesagt, uppala, da stimmt was nicht zusammen, da haben die Nummern falsch und was weiß ich, und beim Lenken macht es so dumm, dumm, dumm und so, da muss was Gescheites rein. Dann haben die natürlich reagiert und gesagt, da kaufst du uns was, das sollen wir verkaufen, das ist ein gepfeffert Fahrwerk. Und dann hat er da ein sogenanntes Clubsport eingekriegt, also gepfeffert V3 mit verstellbaren Sturzdammlagern. Allerdings mit dem ganz flachen Sturzdammlagern, weil er die Option auch haben wollte, dass da mehr HLS sein kann. Ja? Genau, und so schaut das jetzt aus. Das heißt, gepfeffert V3 mit verstellbaren Sturzdammlagern mit HLS-System, mit dem flachen Dammlager. Dass man auch das typisiert kriegt, das Ganze. Weil die Nummern, wo jetzt natürlich auf diesen Stoßdämpfer drauf sind, das ist ganz legitim alles, passt alles mit dem Gutachten zusammen. HLS-Kit hat ein Gutachten. Ja. Und mit dem Competition-Stoßdämpfer hätte man vielleicht in Österreich unter Umständen vielleicht ein Problem, das Ganze zu eindämmen. Weil ja auf den Competition nur Competition draufsteht. Was wir jetzt neu haben, was wir jetzt gerade gekriegt haben, kann man natürlich unter Umständen, wenn er jetzt noch tiefer möchte, ohne dass er jetzt eine Vorspannfeder herauslässt oder sowas, den sogenannten HLS-Kit verbauen, den wir ja letztes Mal, wo wir schon abgefilmt haben, wo du bei mir warst, Dominik, der neue Zylinder. Vielleicht können wir den nochmal kurz da unten rein tun. Jetzt schaut er schon und denkt, Scheiße, ich will das auslassen. Ja, nein, musst. Nein. Macht er nicht. Den aber Zylinder, nicht. Der da reinkommt, dass das flacher wird, das wäre vielleicht interessant, weil das kann man mittlerweile dann jedes originales gepfeffert Fahrwerk oder je nachdem auch vielleicht der KW, wenn er ein bisschen Restgewinde hat, weil einfach der Zylinder bloß 25 mm Bauhöhe hat. Und den kann man da einbauen und dann hast du wieder komplett deinen ganz normalen Federweg vom Stoßdämpfer. Ne? Ja, dann haben wir natürlich, wenn wir vom 5-Zylinder reden, haben wir natürlich ein bisschen was an Leistung gemacht. Er hat dann selber gesagt, der ist natürlich schon anschwenken, aber ich möchte da auch mal kurz drauf sein, das ist der Besitzer. Er hat gesagt zu mir, das Auto ist gut eingefahren. Gut eingefahren. Also das heißt, bei uns heißt, der hat eine Leistung, aber wir sagen jetzt nicht, was er hat, das passt einfach. Verstehst du? Er hat eine Freude damit und so soll das sein. So ist es. Serienmäßig haben die gehabt 300. 40. 3, ehrlich, haben 340 gehabt. Richtig. Ich hätte jetzt gemeint, dass die 380 kommt. Was hat denn der RS3P gehabt? 365, finde ich, stimmt das? Ah, jetzt haben wir wieder beide. Ja, habe ich wieder erwischt. Jetzt hat er uns wieder erwischt. Aber die Strahlen alle das andere. Schon, gell? 365 sowas. Schon. Ja, aber die Neuen haben jetzt 400. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch nicht recht verbessert geht wie so ein Auto. Weil ja alles immer schwerer wird. Und du hast ja natürlich das Nonplusultra, das wollen wir jetzt gerade wieder festgestellt haben.
Schalter, Amti. Schalter. Da gibt es nur einen Schalter. Gibt es nur einen Schalter, ja. Das ist, du weißt, dann haben wir letztes Mal doch, sagen wir doch, bei BTM und haben wir diesen. Gibt es natürlich. Gibt es schon einen? Ja, ja. Also es hat mit, aber genau sowas. RS3 8P gibt es nur als DSG. Und nicht als Schalter. Ja. Er hat es als Schalter und DSG. Genau, richtig. Ah, das ist eine verrückte Geschichte. Wir haben sie ja die Anlehnung gemacht, haben gesagt, ja, das machen wir beim Lambo. Beim Lambo hat es gesagt, ja, machen wir auch Schalter und los weiß ich, bei ihm machen wir es auch so. Das ist eine verrückte Welt-Geschichte. Das ist richtig geil, dass du einen Schalter hast. Dann Software, gut, ein bisschen was haben wir gemacht. Auspufftechnisch, natürlich, vorne einmal leer, bis nach leer, hinten. Genau. Leere Massenhunter da, bis nach hinten. Ein Zellengard, genau. Einfach so, genau. Was haben wir? Mittelschalldämpfer technisch? Was haben wir da drin? A, Einzellen, Mittelschalldämpfer, ja, genau. Und Einschalldämpfer haben wir? Serie. Also zum Beispiel Einzellen. Das wäre aber jetzt gar nicht so bloß das Ding sofort einmal. Serie ist wirklich eine serienmäßige Klappensteuerung. Richtig, ja. Das ist die Quattro GmbH Auspuffanlage. Mhm. Serie. Da ist RS und drauf dann, gell? Ja, das sind die schwarzen Endrohre, die silbernen Endrohre, das sind die serienmäßigen. So wie es jetzt auch noch immer ist, heutzutage, früher war es jetzt so, wenn man jetzt da wenigstens eine Sportabgasanlage geordert hat, dann hat man schwarze Endrohre gekriegt und dann ist was rausgekommen. Heutzutage, wenn man Sportabgas bestellt beim RS6, dann die Endrohre schwarz und es kommt trotzdem nichts raus. Jawohl, danke OPF, sage ich da bloß. Hast du da eine Fernbedienung dazu, dass das umgebaut ist oder für die Klappensparung hast du auch ein Lenkrad irgendwas? Originale Belegung auf der S-Taste, Serienleistung, Klappe zu, ja. Klappe auf, gemachte Leistung. Achso, du hast direkt ein Mapping quasi, was du switchen kannst. Map-Switch mit Auspuffklappe. Das ist ja cool. Das ist cool, ja. Das ist so, jetzt, wie ich mal gesagt habe, das ist selbst wieder Panikmob, verstehst du, wie ich meine? Polizei kommt, HLS Affe, Klappe zu, Komfortmodus, kein Schubknall nicht, verstehst du, kein Schubknall. Das müssen wir alles auf einem Knopf gehen, gell? Da bist du ein ganz entspannter Autofahrer. Das ist so der Push, da sage ich ganz, push the button, so, oder? Bam! Dann so, zück, Transformer. Bloß ganz anders. ja. Felgentechnisch haben wir serienweise die 920 gebracht. Richtig, Schmiedefelgen vom S8. Ja. Die gibt es aber serienmäßig auch mit. Wird das Auto nicht mit serienmäßig 920? Ja. Rotor, richtig. Oder? Oder ja, auch mit Fähre. Mit Rotor gegen Aufpreis haben wir die gekriegt, die Schmiedefelgen. Schon geil. Die Formpolierung. Ne? Ich finde die richtig geil, weil das, die Schmiedefelgen hat ein richtig geiles Material. Die werden gerne hochglanzverdicht. War vielleicht für dein Auto noch eine geile Geschichte, sage ich dir ganz ehrlich, weil das Hochglanzverdichten macht nochmal erstens die Felge größer, finde ich, und wird nochmal ein Stück edler. Das ist halt eine Putzerei. Und du bist der Gerät, was ich jetzt davor gerade gesehen habe. Nein, du bist, ja. Wo ich nicht hingeschaut habe, hat schon wieder gerade gespritzt, oder? Jetzt haben wir davor gerade eine Auspuffanlage gehabt, die war relativ laut war und hat uns auch hinten ein bisschen Geschmack rausgekommen. Er hat dann noch sein Silikonspray und was weiß ich, Sachen gespritzt. Also, heute auf dem Loch brauche ich kein Wigwappel, nicht mehr, also wie wenn durchbrennt, das sage ich. Nein, eine Marzellenkarte drin jetzt mittlerweile. Auspuffanlage haben wir jetzt gehabt. Bremsen haben eine Serie. Ne? Ja. Reifen haben nicht Serie, weil normalerweise fahre ich eher 255er. Ne? Genau, das ist 245, 30, 20. Mhm. Also kleiner geht es nicht, ja. Bei einer Felge. Ja, bei das ist nicht kompensierbar, ja. Unmöglich, geht nicht. Brauchst du eine Reifenfreigabe, 245 auf der 9er ist nicht zulässig. Ne? Ja, genau. Was fährst du jetzt da beim Hersteller? Ja, aber der zieht sich halt auch ein bisschen. Das ist halt leider so. Ja. Er ist zwar nicht der beste Reifen, das muss man auch sagen, aber er ist halt der Reifen, der sich am besten zieht. Wir verkaufen in letzter Zeit immer oder empfehlen den Kunden einen Nexen zum nehmen. Ich möchte jetzt nicht um Nexen Werbung machen, das will. Habe ich auch auf den anderen Auto. Also Nexen ist auch eine recht gute Wahl, so jetzt, was das betrifft. Du hast jetzt auch ein bisschen so Sideplates dran gemacht unter den Schweller. Mhm. Ist das, von wem ist das oder ist das selber? Verrieger. Ist Verrieger. Mhm. Und Frontspalten? Das auch, ja. Und das und untere auch, das kommt? Ja, nein, das habe ich einfach an der Stelle. Aha, okay. Also dann macht das nochmal negativer die Optik natürlich. Genau. Ne? Wir darf natürlich jetzt gerne das Auto hören. Natürlich. Weil das ist jetzt natürlich das Allerinteressanteste, wenn man da einen 5-Zylinder hat, der hat Einzellen aus Einschaltdämpfer drin, Mittelschaltdämpfer drin. Hey, aber gell? Kein Posten nicht, gell? Komm, weil das ist schlecht für meinen Bummi. Thank you.
zu. Klappe zu. Finde ich geil. Er ist auf der Seite lauter wie auf der anderen. Okay? Ja. Das ist das bei den Autos. Er ist auf der Seite lauter, wenn es das Problem ist. Dann hat er auch da los, weil es kommt jetzt, muss er aus und davor geht. Aber du gibst das aus einmal und fühlst es das mal lesbar, weil wie oft haben wir schon. Tür zu. Tür zu? Hey. Nein. Aber wie machen wir? Das geht nicht so. Ich weiß schon, aber wir machen es immer so, wenn das Auto läuft, sollte man eigentlich machen, weil du ja mehr Strom dann hast auf der Pumpe. Ist voll gut. Dann geht das ja nicht schöner. Ja, halt, das Ladegerät. Also, dann betätigt man natürlich die schöne Teile einmal. Genau, mit der Fernbedienung ist das natürlich eine ganz klasse Geschichte. Und so kann ich das Auto eigentlich voll bewegen. Es schleift nichts. Er hält eigentlich richtig schön gut. Also, ja. Er hält, glaube ich, schon fast 4 cm. He? Also, gemessen vorhin, ja, sind es 3,5 so was hinten. Das war eigentlich der genaue Hub, was du eigentlich hast. Du hast da 35 mm, ist ja der 65 mm Zylinder, was du drin hast, ist eigentlich 35 mm Hub. Genau. Und das macht, der macht auch das 1:1. Also, das sieht man mal. Das erkläre ich ganz oft in die HLS-Videos. Aus der Übersetzung, weil ich immer sagen, wie viel hebt das Auto? Sag ich, ja, der Hub hat ja nichts damit zu tun, wie das Auto hebt. Weil das Auto ja unter Umständen, sage ich jetzt einmal, je nachdem wie der Stoßdämpfer steht, wie schwer das der Motor ist, welche Federn habe ich drin und. Das sind lauter Kriterien, die wollen mit einfließen, dass man sieht, wie hebt das Auto. Zum Beispiel, wenn es ein Golf hebt, das Auto nie so weit wie jetzt so ein Auto. Oder mein A6 oder A4 mit der anderen Achse hin, mit dem kleinen Zylinder um 15 mm mehr. Aber so schaut das eigentlich human aus, sag ich jetzt einmal. Hast du Probleme mit der Polizei eigentlich nur so, wenn du so unterwegs bist? Überhaupt nicht, das ist eigentlich komplett so, wie er typisiert ist. Du bist hier in Höhe, ja. Es passt genau. Und genau, gut gesagt. Passt, gell? Schön. Und Klappe zu, kann sich keiner beschweren. Gell? Und dann können wir wieder schön ab. Das Einzige, was ich empfehlen würde, wenn du immer umfasst, sagen wir da auch ganz ehrlich dazu, wäre eine sogenannte hinten die, wir haben es Abdeckungen drüber, weil du ja den Zylinder hinten hast, der war wirklich ein Drifter. Das heißt, wenn du oben bist, kann der Träger reinfallen. Ich wasche das vorher. Ja. Da fallen alle aus dem Waschen. Okay. Aber es gibt was, wir haben ja ganz was Neues. Direkte Schrumpfschläuche, die wir so gemacht haben für deine Hinterachszylinder, weil immer HLS-Umfang, ist der Dreck drin. Staubkappen. Genau. Mhm. Die hast HLS-Zylinder, wo so oben drücken, drüber und drauf. Cool. Weißt schon, das glaube ich, schicke ich noch mal durch, den kann man immer rein. Super. Schauen wir mal vorne rein, oder? Alle, logisch, nur werfen. Ich glaube. Jetzt hat er so schön geputzt, dann muss man schon zeigen, wie es anders ist. Da war er mal. Sicher. Ich glaube nochmal. Habe ich extra gemacht für den Andi. Extra für den Andi gemacht. Ja, wir neuwertig. Ja, ein bisschen zusätzlich Carbon verbaut. Inwiefern? Weil da sehen wir Ansaugung. Genau, richtig. Dass man da ein wenig Abdeckung habe ich da gemacht, dass man die schönen Schläuche sieht. Ja, sieht ja. Du hast selber gemacht, oder was? Genau, das ist selber einfach. Wie gesagt, es ist eine Ansaugung verbaut mit REM-R, dass er natürlich die kalte, frische Luft kriegt. Was hast du da drin jetzt dann? Also ein K&N-Plattenfilter da. Ja. Und okay. Andere Zündkerzen sind verbaut. Ne? Ja. Turbo-Inlet? Nein. Noch nicht? Das habe ich schon gesehen. Also dieses Jahr? Nein, geht noch mal wegen was. Mit der Lader reingewechselt. Ja. Schon langsam kitzelt man sich mal aus. Er ist gut eingefahren, aber er nimmt jetzt noch irgendwas in den Tent, dass er noch besser einfahren kann. Nein, ich brauche nur meinen Lader und der Kupplung. Kupplung kommt mir irgendwie bekannt für. Hardware ist verbraucht. Der Grundstock ist schon mal gelegt, sagen wir mal so. Genau. Das Geile, was ich noch sagen wollte, ich möchte jetzt damit stark umeinander, okay. Wenn ich damit schnell darf. Ja. Schau her. Das ist das Allergeilste. Der TT ist der einzigste Wagen, der wo das kann, sag ich jetzt einmal, dass du von oben jederzeit hin kannst, dass du das verstehen kannst, von oben. Das sind aber jetzt die ganz flachen Domlager. Da kommst du jetzt nicht so super hin zum Verstehen, aber wenn du jetzt normalerweise die anderen Domlager hättest, die wo normal serienmäßig drin sind bei unseren gepfefferten Fahrwerken, kommst du da herum, in der Mitte an die vier Talks, kommst du von da hin und kannst von außen einen Sturz verstehen. Das ist das einzigste Auto, was Audi jemals gemacht hat, da wo das hundertprozentig passt, da wo man jederzeit was tuningfreundlich ist, wo das geht. Und auch der TT hat sehr riesig. Wenn man jetzt das da sieht, sieht man da rein. Andi, soll ich dann aufgelassen? Ja, es hilft uns wahrscheinlich nichts, wenn wir dann eigentlich nicht. Nee, sehen wirst du nichts. Eben. Weil,
das ist das einzige Auto, das wo serienmäßig einen Rahmen ausgespart hat. Der hat damals schon das erste Auto gewesen, da was du ausspannst, wo die Rahmen ausspannen waren. Wenn du magst, kannst du gerne mal lenken, vielleicht sehen wir es. Lenkst du mal auf einer Seite rechts um, musst du nicht starten unbedingt, musst du da ein wenig einen, einen starken Arm haben. Aber das kann man gerne mal jetzt sagen, weil viele Leute immer meinen, dass das nicht funktionieren kann. So. Und dann willst du es mal auf Anschlag, wenn es geht. Ja. Auf Anschlag halten? Ja. Genau. Und vielleicht zusätzlich einmal rein. Das ist ja gar nichts. Das siehst du gar nichts. Aber pass auf, das haben wir nicht blick. Gell? So, jetzt schauen wir mal. Siehst du das da hinten? Siehst du das da hinten, wo ich hinte? Da hinten, wo die Koppelstange ist? Da ist eine Aussparung im Rahmen. Seht ihr das? Der Rahmen ist nicht gerade, sondern der ist ausgespart. Und das ist serienmäßig nur beim TT so. Und der TT hat auch unten. Da sieht man jetzt natürlich auch nicht hin. Der hat serienmäßig das Traggelenk unten, wo du unten verstellen kannst, dass du drei Schrauben drin, kannst trotzdem einen Sturz unten auch verstellen, kannst oben verstellen. Also da, der TT, das Nachfolgermodell vom 8N, also der 8J, der erste, da haben sie sich richtig was einfallen lassen, dass die da das so gemacht haben, dass das funktioniert und das, was motorsporttechnisch richtig angelehnt haben. Also finde ich richtig, richtig gut. Ja. Innen drin natürlich die schönen Sitze, die wurde auch nicht überall da. Dann dieser Sitze-Fetisch-Schiss mit den OMP 6-Punkt-Gurte. 3-Punkt eigentlich. Ne? 6-Punkt war ja dann nochmal in der Mitte auch. Mehr brauchst du eigentlich bei so einem Auto nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, die Sitze erinnert, du fühlst dich in so einem TT immer sau wohl. Das einzige Problem hast du halt, wenn du einen TT hast, du weißt ganz genau, familienfreundlich ist sowas natürlich nicht, weil es hinten eigentlich zwei Notsitze sind und du gerade bis zu einer Größe von 1,50 Meter sitzen kannst. Entweder du suchst eine kleine Freundin oder du hast noch Kinder bis zu einem Alter von 10 oder EVO, dann kannst du noch umeinander fahren oder nutzt du dann das zweite Auto. Das ist leider so. Ja? Das ist ein dritter Auto, das ist egal. Ein dritter Auto ist ein schöner Ding oder Reiherin, der muss natürlich Pflicht. Ja, sehr schönes Auto. Kilometertechnisch hast du den noch nicht verjungt. Nein, ich habe ihn gekauft mit 28.000 Kilometern. Du hast 43 Ja, bis jetzt genau nicht so wie 43. Ist gar nichts. Ja, das ich fahre aber schon auch damit. Also war das hier original? Nein, das ist nicht original. Das ist nicht original. Ne? Genau. Aber wenn du. Er sitzt da herum und Kopf da. Wenn er doch hätte, wenn er klein war, das schlecht. Das wäre schlecht. Ich mit der Glatzen, ich würde sowieso besser spielen. Wenn du da drin sitzt, dann stehst du hinten, hast hinten. Aber die Sport drin. Dann kannst du zum Tätowierer gehen und sagen: Hey, tu mal schnell einfach drüber. Das lassen wir gleich so. Ja, geile Sache, auf alle Fälle. Sind wir natürlich jetzt gespannt, was da noch draus wird, dann leistungstechnisch. Vielleicht sieht man sowas dann, man würde sich irgendwie übereinander fahren, wie das dann ausschaut. Designtechnisch wirst du es wahrscheinlich gelassen, oder? Bist du zufrieden, so wie es ist? Oder wenn du es nachfahren hast? Alle Jahre anders Design und das kommt dieses Jahr. Das fährt mir ganz gut. Aha. Zeitlos. Mhm. Und passt am besten zum Auto dazu. Leistung kommt es noch. Ja, dann das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Richtig. Okay. Ja, schönes kleines Video in Anführungszeichen. In netter, idyllischer Stille wollte ich sagen. Wir gehen jetzt dann zum Essen, weil schon langsam macht es mir wahrscheinlich durch die Kamera so. Nein, ich habe keinen Hund nicht dabei. Ist der Wunsch. Langsam braucht er wieder was zwischen die Kiemen. Also, in diesem Sinne, hat uns wieder gefreut. Eben sind wir immer noch in Österreich. Oberösterreich, oder? Sagt man da. Niederösterreich. Als ein Schätzer, als heute in einem kleinen Wisch. Oberösterreich ist Scherdinger-Geschichte. Wir sind jetzt schon wieder da. Einmal in Niederösterreich. Also, macht es gut. Bis später. Servus, Sabadere.